Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge TNT Wars. Heute gegen einen neuen wiederkehrenden Kontrahenten. Ihr habt ihn wahrscheinlich im Hintergrund schon gesehen. Es ist Fabo. Ja, moin. Hallöchen. Ey, im ersten Battle hat er uns bezwungen, Leute. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Deswegen heute eine Special-Folge. Du musst auswählen, Fabo. Möchtest du Team Rot oder Team Blau? Ich bleibe hier auf meiner blauen Seite. Okay, da gehe ich Team Rot. Button. Let's go. Okay, wo bin ich? Ah, hallöchen. So, also Leute, ich erkläre ganz kurz, weil es gibt was Besonderes. Heute ist alles mal auf einer ebenen Base. Das heißt, wir sind nicht in der Luft oder so, sondern wir haben hier quasi so ein kleines Gebiet, in dem wir hier die Kanonen bauen können. Ein bisschen was ist hier auch schon vorbereitet. Und wir müssen eben die andere Base zerstören, beziehungsweise den anderen Spieler zerstören. Außerdem sind auf der Map Gold Nuggets verteilt. Ich weiß aber auch nicht, wo die sind. Und mit Hilfe dieser Gold Nuggets kann man sich so Special Items kaufen. Außerdem hat man diese Special TNTs, Leute. Ich habe ewig gebraucht, um das zum Laufen zu kriegen, weil die Mod ist total verbuggt, Leute. Aber wir haben hier Red has taken a torch? Okay. Wir haben hier Spiral TNT, Multiply TNT, Cubic TNT, Erupting TNT, Animal TNT und Meteor Shower TNT. Was die genau machen, weiß ich gar nicht. Und es gibt auch noch jede Menge Leute. Ich kann das euch mal ganz kurz im Game auch nochmal zeigen. Es gibt hier richtig viel noch mehr TNT. Hier alles voll, Leute. Hier gibt es auch noch richtig krasses. Hier Dynamit gibt es auch. Wollen wir auch mit Dynamit machen? Die erste Folge Modded TNT Wars, das heißt über 50 verschiedene TNTs, die per Mod in das Spiel hinzugefügt wurden. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, da werden wir die Mod nämlich auch benutzen. Einfach mal den Abo-Button flanken und vielleicht auch ein Like geben, wenn ihr wollt, dass wir die weiter benutzen, damit wir einfach wissen, okay, was für ein Feedback feiert ihr das. Und ich wünsche euch jetzt super viel Spaß mit dem Video. Was machst du da oben, Alter? Gibt es irgendwas Cooles? Lass mich das mal hier nachgucken. Nee, aber auf dem anderen Turm. Ich habe da nämlich schon so eine Truhe hier gesehen. Ach nee, da ist eine Truhe. Ach Leute, wir brauchen keine Truhe. Wir legen erstmal los hier. Okay, hier ist ja schon ein bisschen was vorgebaut. Das ist ganz praktisch. Aber wie das funktioniert. Eine Spitzhacke wäre ganz praktisch gewesen, Fabo. Die cheat ich mir auch noch eine gegeben. Ja, die cheat ich mir mal ganz kurz noch hier. So viel Zeit muss sein. Was ich halt. Ich weiß halt nicht, wie das Dynamit funktioniert. Ach, das kann man schmeißen. Was? Hoho! Jo, du warst im Game-Out noch! Skandal ist das. Nee, war ich nicht. Zack, zack, zack. Oh, wie weit das fliegt, Mann. Alter. Macht keinen Schaden, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ah, du hast ja das kaputt gemacht. Ey, hör auf, das ist meine vorgebaute Cannon, du Schwein. Okay, wir bauen hier den Block ab. Ich weiß nicht, was der soll. Da machen wir hier eine nette Druckplatte. Bringt uns ja nichts. Oh, es muss nochmal in Game Mode, Mensch. Ich vergiss alles. Der Baum stört mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, da fliegt mein TNT dagegen. Ich brauche noch Wasser. Entzünden wir mal an, Leute, hier. Dieser doofe Baum. Oh, das wird sich. Oh, Alter, wie schnell sich das Feuer ausbreitet. Yo. Alter, wie schnell der Baum abbrennt. Das ist ja nicht mehr normal. Okay, Leute. Wir machen jetzt hier die Stufe hin. Oh nein, das waren zwei Stufen. Das war nicht gewollt. Zack, zack. So, Stufe. Okay, heute machen wir mal eine kleine Basic-Kanone, denn wir haben ja. Hier, ey, wir müssen echt aufpassen, dass hier nicht die ganze Map abfackelt, Leute. Wir müssen das Feuer unter Kontrolle halten, ne? Okay, Leute, das passt ganz gut. So, wir haben, was haben wir denn jetzt genau? Wir brauchen irgendwie einen Button. Den haben wir hier, den können wir ja nicht auch mal abbauen. Den brauchen wir hier vornehmlich nicht. So, habe ich den aufgesammelt? Oh ja, hier liegt er. Zack, da haben wir den Button. Den Button platzieren wir mal hier, ist ganz gut, würde ich sagen. So, dann machen wir eine Redstone-Bahn. Und ich habe mir nur einen Redstone gegeben. Mensch, was ist denn heute los? Eine Redstone-Bahn hier lang. So, genau. Wir machen erstmal eine Testrunde mit dem normalen TNT, Leute. So, ja, das ist eigentlich schon die Canon, Leute. Also mehr braucht man eigentlich nicht. Also ich mache jetzt hier mal 3 Zünd-TNT mit einer Druckplatte, Mann. Das ist ja Porno. So, okay, Leute. Und zwar jetzt zünden wir das. Warten kurz. Druckplatte. Und boom. Oh ja, das hat ganz gut geklappt, Leute. Wir müssen jetzt aber erstmal den Weg ein bisschen freischießen. Und let's go. Ja, gleich Ultra-Rip. Oh nein, das Wasser hat sich nicht ausgebreitet. Oh, es hat trotzdem funktioniert. Okay, Leute, wir brauchen ein bisschen mehr Power, sehe ich schon hier. So. Okay, Leute. Dann noch eine Runde. Let's go. Und blub. Boom. Ah, das ballert immer gegen diesen doofen Baum. Wieso gibt es denn hier Bäume auf der Map, Mensch? Das ist ein Skandal. Okay, Leute, jetzt reicht's mir. Wir nehmen jetzt mal Multiplier TNT. Ich habe keine Ahnung, wie stark die ganzen Dinger überhaupt sind. Wir werden es aber gleich erfahren, denke ich. So, machen 3, würde ich sagen. 3 ist ganz gut. Hier Multiplier TNT. Und go. Was passiert? Okay, ich glaube, das war recht billig noch.
Ja, aber dieser Baum, Leute, ne? Dieser Baum, Mensch, der blockt das ganze TNT perfekt ab. Das darf nicht wahr sein. Meteorschauer, das ist ganz geil. Alter, wie geil der TNT schon aussieht, Mann. Ich bin so gespannt, ey. Okay, drei normales. Wobei man das lieber so, dann funktioniert das nämlich ein bisschen besser. So, drei normale. Und jetzt. Go! Meteoriten-TNT! Oh Gott! Was ist passiert? Alter! Oh mein Gott, wie laut das ist! What the fuck? Haha! Yo, wie geil das ist! Ist kaputt! Yo! Get owned! Haha! Okay, Leute, wir... Das war krass, aber es hat nicht... Also, ich habe das nicht wirklich geschossen. Ich glaube, das kann man nicht schießen. Das ist ja schon ein Special TNT, was man nicht schießt. Meine Kanone ist halt einfach auch broke. Oh Mann, ey. Egal, Leute, wir haben ja noch eine. Die können wir auch nehmen. So, okay. Die müssen wir sogar noch minimal umbauen. Das ist ganz geil. Da müssen wir einfach nur das hier abbauen. Und wir machen mal eine Leiter hin, Leute. Eine Leiter ist nämlich richtig crazy. So, genau. Und jetzt machen wir da mal was. Wir haben das Spiral TNT noch. Probieren wir das mal. Hahaha, wie er mich anguckt, ey. Okay, Leute, Spiral TNT. Drei normale, zack, zack, zack. Go! Zünden! Alter! Oh mein Gott! Ey, die explodieren halt instant, die Blöcke, wie crazy. Jo, Alter, guck dir mal die Map an! Wie krass ist das denn? Die ganze Map ist zerstört. Das ist ja... Alter, okay, Spiral TNT ist heftig. Aber diese Teile explodieren da teilweise wirklich instant. Wir bauen uns einfach genau gegenüber von Fabo jetzt. Showdown. Okay, wir müssen eine kleine Plattform bauen. Aber du weißt schon, dass du mich töten musst, oder? Weil bisher kam nicht so viel von dir, muss ich sagen. Also du hier als Sieger der ersten Runde, finde ich jetzt an dieser Stelle eine sehr schwache Leistung von dir, muss ich sagen. Alles klar. Also ich bin nicht wütend auf dich, Fabo, aber ich bin enttäuscht. Ja. Dieser Spruch immer, wenn Eltern den bringen, Alter. Okay, so. So, jetzt haben wir ein besseres Sichtfeld hier. Let's go! Boah, ich dachte, ich habe dich instant gekillt, weil du... Das fliegt ein bisschen zu weit nach links. Aber ich habe die Vermutung, wenn ich jetzt das... Was habe ich denn noch für TNT, Leute? Ich hatte doch gerade das Cubic-TNT, genau. Cubic-TNT. Aber ich glaube, warte, ich muss das noch ein bisschen time, Leute. Ich glaube, die Verzögerung ist noch nicht groß genug. Weil das muss wirklich instant geshootet werden. Und... Nee, die Verzögerung ist immer noch zu... Fabo, das ist schwach. Das ist schwach. Okay, die Verzögerung ist leider immer noch zu gering. Ah, das wird schon echt instant geschossen. Oh no. Und... Ah, oh, der hat mir... Oh, der hat irgendein... Nein, das ist irgendein Special TNT. Okay, Leute, wir brauchen Cubic. Oh no. Jawohl, es hat perfekt geklappt. Cubic! Hallo? Okay. Das war mega low. Was ist Cubic für eine Low-Scheiße? Oh, Mann, ey. Okay, Multiplier TNT, Leute. Das muss ja irgendwas bringen. Aber das klappt jetzt zumindest, so wie ich mir das... Oh Gott. Oh nein. Yo, was ist das denn? Meteoritenschauer TNT. Keine Ahnung, ob das hinhaut. Ich probiere es. Ich baue mir hier schon mal so eine kleine Sicherheit. Hier unter dem Baum bin ich sicher. Nee, der explodiert instant. Das klappt leider nicht. Schade. Was, der explodiert instant? Jetzt geht's wieder los. Nein. Ich will noch nicht sterben. Alter, das eine ist genau vor mir explodiert. Oh Gott. Ey, ist eine Kiste. Ey, Goldnuggets. Nice. Alter, es ist so wow. Alter, mein Gott, Artillerie. Erupting TNT hab ich ja auch noch, Leute. Let's go, ey. Zack. TNT. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich vermute mal, das macht irgendwie ein Erdbeben oder so. 1, 2, 3, 4. Let's go, Erupting TNT. Och, nö. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Jawohl, das funktioniert. Oh mein Gott, Alter. Hä? Ich dachte... Wow, yo. Wie kannst du das überlebt haben? So, Leute, wir haben halt das ganze Bedrock hier entfernt, den ganzen Bedrock, weil es ist tatsächlich ziemlich schwer, jemanden mit TNT direkt zu fraggen. Das ist echt mega schwer. Normalerweise killt man die Leute ja, indem man irgendwie sie wegbombt und sie dann runterfallen. Aber sie wirklich straight mit TNT ins Face zu töten, ist echt mega schwer. Deswegen haben wir jetzt mal gesagt, okay, Leute, machen wir ein bisschen verschärfte Bedingungen. Das heißt, man kann runterfallen. Fabo chillt auf jeden Fall sein Life. Dann Schutzraum baue ich mir hier mal so. So, das sollte passen. Okay. Gut. Let's go. Oh nö, nicht jetzt schon. Oh nein, wo ist denn die Druckplatte? Oh nein, hier. Oh nein. Oh mein Gott, Alter. Ich habe mich fast selbst gekillt. Okay, das kam aber ganz gut. Okay, die Druckplatte muss definitiv auf die andere Seite. Das war nicht gut, dass ich dachte.
So, die habe ich natürlich wieder nicht aufgesammelt, das war natürlich klar. So. Okay, das war ganz gut. Wir müssen das Ganze aber um 1 verlängern, habe ich gesehen. Ich stelle mich meinem Tod. Oh, das war ja so knapp. Let's go! Yeah! Oh, er ist nicht runtergefallen, Leute. Das darf da wohl nicht wahr sein. Weil das leider nur ein TNT ist. Ich bin so kurz davor, dass ich fertig bin und dann kommt deine Kanone hierher. Hey, wenn ich da vielleicht 2 TNT drauf mache, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Go! Oh, jetzt fliegt das wieder so kurz. Ey, das muss, wie mache ich denn das am besten? Irgendwie so, ne? Ist gar nicht so leicht. Vielleicht mit 2 TNT? Weil die werden da nicht beide aktiviert. Oder werden die beide aktiviert? Vielleicht mal. Ich nehme Feuerzeug für den Notfall. Das müsste eigentlich klappen, Leute. Schnell. So. Okay, Leute, jetzt habe ich beide aktiviert. Jo, das klappt. Oh no. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ich habe dich sogar direkt gesprengt. Oh, das war so ein Money-Shot. Oh mein Gott, Alter. Der war ja so nice. Ich wollte gerade anfangen, aber dann dachte ich mir, oh, ich warte noch. Der ist genau in dich geflogen. Yo, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge TNT Wars gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Flankt mal den Like-Button richtig durch, damit wir noch eine Folge mit den Modded und mit den TNT-Mods machen. Schaut natürlich bei Famo vorbei, für den nehmen wir auch noch was auf. Da könnt ihr mal das auch euch ansehen, wenn ihr möchtet. Außerdem Kanal abonnieren nicht vergessen, damit ihr keine Folge TNT Wars verpasst. Ja, hier unten, Leute, andere Videos anklicken. Da könnt ihr noch mehr, zum Beispiel Lucky Blocks sehen, andere TNT Wars Folgen und so weiter. Coole Adventure Maps. Klickt da mal drauf, wenn ihr noch weiter Benson sehen wollt. Und ja, Leute, dann sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao.